Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Eichhörnchen. Im Einzelplan 15 nehmen die Bereiche Gesundheit, Pflege und Alter ja den bekanntermaßen größten Anteil an. Und die 23 Millionen wurden ja gerade bereits von Frau Paul dankenswerterweise erwähnt. Ich bin froh, dass wir im Übrigen letztes Jahr bereits die Mittel für die anonyme Spurensicherung beschlossen hatten. Dadurch konnte der Emanzipationshaushalt ja auch entsprechend aufgestockt werden. Im Ausschuss hatten wir ja auch gerade den Abschlussbericht des Runden Tisches Prostitution besprochen und wir begrüßen die Ergebnisse. Dieser Tisch war ganz eindeutig mal nicht eine gut, dass wir mal darüber gesprochen haben Runde, sondern hier wurden wirklich grundsätzliche Fragen beantwortet. Wir Piraten begrüßen unter anderem, dass der Schutz der Persönlichkeit als ein äußerst wichtiges Gut bewertet wurde. Eine Meldepflicht für Prostituierte wurde als sehr skeptisch eingestuft. Wir Piraten hoffen, dass die Annahme dieser Aussage auch zukünftig Bestand haben wird. Wir lehnen eine Meldepflicht für Prostituierte grundsätzlich ab. Wenngleich also eine Meldepflicht in Nordrhein-Westfalen nicht eingeführt wird, gefährden Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ihre Anonymität eventuell zukünftig durch Fotos und Werbung im Internet. Das ist dort durchaus üblich. Die Förderung in den Bereichen von Medienkompetenzen, auch bei Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, ist von zentraler Bedeutung zum Schutz der Persönlichkeit. Dies wurde im Übrigen dann im Abschlussbericht auch noch einmal betont. Zur Gesamtarbeit im Frauenausschuss können wir festhalten. Es wurden jetzt in diesem Jahr 2014 deutlich mehr Beratungsgegenstände federführend behandelt. Von 0 auf 5. Respekt geht doch. Damit ist meine Kritik aus dem letzten Jahr eindeutig hinfällig, zumindest was die fünfmal antragstellenden Parteien der Opposition betrifft. Und so möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Oppositionsparteien bedanken. Hinweis, eventuell kommt ja im nächsten Jahr auch mal was federführend von den regierungstragenden Fraktionen im Ausschuss. Das fände ich sehr schön. Jetzt nutze ich noch die Gunst des Moments und gehe noch mal auf unseren letzten Antrag ein und plädiere für eine nachhaltige Finanzierung von Frauenhäusern über 2017 hinaus. Es ist schön, dass wir da diesen Etat auch hier wieder mit drin haben. Was wir aber gerne hätten, ist eine Regelung eindeutig zwischen Bund und Land, eine gesetzliche Grundlage, um die Finanzierung von Frauenhäusern regulär geklärt zu sehen. Und es ist nicht richtig einleuchtend, warum von Gewalt betroffene Frauen, die unter SGB II fallen, ihren Aufenthalt in einem Frauenhaus selbst finanzieren müssen. Und zu guter Letzt ist auch immer noch die Frage nach besonderen Angeboten auch für männliche Opfer häuslicher Gewalt noch vollkommen unberücksichtigt. Auch hier ist noch viel Luft nach oben. Die im Bereich Emanzipation veranschlagten Mittel von 8,1 Millionen Euro für die Zukunft, Zufluchtsstätten für misshandelte Frauen, können nur der Anfang sein. Wir brauchen ein Finanzierungsgesetz, welches genau diese prekäre Situation aufhebt und eine gesicherte Finanzierung garantiert. Dies ist halt leider auch der kritischste Punkt im vorliegenden Einzelplan aus unserer Sicht. Und von daher, auch wir werden dem Einzelplan 15 in seiner gesamten Form so hier jetzt nicht zustimmen können. Ich danke Ihnen und einen schönen Tag noch.